Svou show do pražské O2 Areny v rámci Prague Playoffs přijel také Guillaume Mouvet, který předvede sestavu 12 koní a velmi zajímavou, troufám si říct, podle toho, co jsem viděl na zkouškách. Zeptáme se s pomocí ošetřovatelky na detaily. Mouvet mluví pouze francouzsky, takže bude to s takovým dvojitým překladem. Wir haben gehört, dass die Reise nach Prag nicht ganz ohne Probleme war. Was ist passiert? Ja, wir haben ein Problem gehabt mit LKW. Aber nichts schlimm. Also, Pferde gehen gut, wir gehen gut. Und wichtig ist, dass jetzt wir sind da und wir suchen jetzt einen Transport wieder für nach Frankreich gehen. Er selbst ist nicht nervös nach der Reise, also alles okay? En gros, il a demandé si le transport qui était compliqué pour venir à Prague et que les chevaux étaient un peu nerveux. Non, ça va, pas de problème. No problem. Also, Pferde gehen jetzt gut, Box sind perfekt, also Futtern, alles und ganz ruhig und es ist jetzt alles gut. Die Hauptfrage ist klar, was wird er dem Prager Publikum zeigen? Also, Geo zeigt ein Numero Freiheit Dressur. Mit 13 Kaltblut. Und er reitet eins Pferde mit Pferde im Freiheitsressort hinten und danach mit 10 Stück auf die Piste. Was ist laut seiner Meinung so das Highlight der Show? Oh, das habe ich jetzt nicht verstanden. Was ist für ihn selbst so der Höhepunkt der Show, also das Beste von der Dressur? Ah, kann ich zum Point fort zum La puissance du nombre de chevaux. Das ist, er hat 10 Pferde zusammen an die Piste. Das ist ein Hochpoint auf seinem Numero. Okay. Es gibt auch eine kleine Surprise mit einem Pony, kleine Pony. Okay. Ptal jsem se samozřejmě, co čeká pražské publikum z hlediska té show. Já jsem to už trošku viděl a tady sám Guillaume Mouvet potvrzuje, je to drezura, volná drezura 10 chladnokrevníků, a kteří se pohybují velmi přirozeně po té aréně na základě přirozené komunikace a bude i jedno malé překvapení s poníkem jako takové vrcholné číslo toho programu. Er arbeitet mit der Rasse Comtois. Was ist das Besondere an diesen Pferden? Besondere. Ja, also ja, was macht diese Kaltblutrasse aus? Weil wir kennen sie nicht sehr gut in Tschechien. Also was ist speziell an diesen Pferden? C'est quoi la spécialité des peut-être de dire qu'il n'y a pas de bonne race. Enfin, ou alors si vraiment il veut, c'est le caractère, la puissance et la force et la gentillesse. Also, sie sind sehr groß, aber ganz ruhige und sie wollen arbeiten. Wir machen alles mit Kutschen fahren oder ein bisschen springen, viele Dressur und sie können alles machen und das heißt nicht, dass sie groß sind, dass wir können nichts mit sie machen. Wir können alles machen und sie sind sehr lieb. Ptal jsem se na to plemeno, těch 10 chladnokrevníků jsou plemena Comtois, to u nás není až tak moc známé, ale sám Guillaume Mouvet říká, že to velmi všestranné plemeno, zvládají úplně všechno od zápřeže i pod sedlem a říká, že vlastně ta jejich velikost nebo hřmotnost je nijak neomezuje, jsou to velice inteligentní koně a velmi dobře se mu s nimi pracuje, což, jak jsem říkal, mohu i potvrdit, kdy v rámci toho včerejšího zpožděného příjezdu tady trénovali večer před tím hlavním parkourovým programem a vypadalo to velmi zajímavě. Letzte Frage, was ist die Philosophie von Guillaume? Ich habe gestern ein bisschen beobachtet, was hier so in der Arena zu sehen war. Und ich glaube, er ist ein Team mit den Pferden. Also es ist nicht ein Mensch und Pferde, aber er ist so an derselben Augenhöhe mit den Pferden. Also die arbeiten zusammen. Tu les observer, les comprendre, les respecter et essayer de leur donner du plaisir dans ce qu'ils font. Et
Une chorégraphie. Chorégraphie avec le chef d'orchestre, enfin, le metteur en scène et des danseurs. C'est bien ça. Also, seine Philosophie ist Respekt vom Pferde und verstehen, wie geht Pferde, was will machen. Und auch, sagt, das ist eine ganze Choreografie. Mit Pferde und nicht allein und dann Pferde. Will, dass alles zusammen ist und dass Pferde Spaß haben, mit alles zu machen. Ptal jsem se na filozofii Guillauma Mouve v rámci toho vystoupení a potvrdil mi, že je to hodně o vzájemné důvěře. Koně to musí bavit, snaží se maximálně do nich vcítit a opravdu je to velmi působivé, co předvádí. Ostatně můžete se sami v rámci show, v rámci tohoto víkendu v pražské O2 aréně přesvědčit. Takže Guillaumovi popřejeme hodně štěstí a ať se jim daří. Danke und viel Spaß, viel Glück, good luck. Dankeschön. Bye. Bye.